Nanu, 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 was ist denn da? Das, meine lieben Strandfiguren, ist selbstgemachter oder beziehungsweise selbst angepflanzter Rucola. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen Nachschub holen. Hier im hauseigenen Gewächshaus. Schaut euch das mal an. Das ist noch richtige Esskultur, wie sie lebt und lebt. Hier selber angepflanzter Rucola. Den zupfe ich jetzt einfach hier raus. Zack. Und der kommt dann alles auf den Teller. Und jetzt fragt ihr euch natürlich erstmal, hä? Erstens, was? Guck mal, das brauchen wir nicht. Das kommt mal hier zur Seite. Jetzt fragt ihr euch, hä? Was macht Kolja hier mit diesem Rucola? Erstens, wie kommt er überhaupt hier in so ein Gewächshaus rein? Ja, wo ist er wieder eingebrochen? Und so weiter. Nein, dieser Rucola, der gehört hier in das Gewächshaus meiner Familie aus Österreich. Und ja, den mache ich jetzt auf den Teller noch rauf. Es gibt aber kein Rucola-Salat, sondern wie der Titel des Videos auch schon verlauten mag, gibt es natürlich was anderes, nämlich Pizza. Und das ist sozusagen einfach nur für die Garnitur, für die Leute, damit sie natürlich schön auch was fürs Auge haben. Ihr wisst ja, wie wichtig das ist. Und nach dem Training geht es jetzt natürlich darum, wie kann man also nach dem Training trotz, dass man Pizza isst, nicht fett werden. Nun, das werde ich in diesem Video jetzt noch weiter erläutern, also passt gut auf. Ich werde jetzt erstmal hier den kleinen Rucola, ich hoffe, das war genug, sonst muss ich nochmal nachholen. Ganz wichtig bei Gewächshäusern, müsst ihr natürlich immer zumachen, damit es schön warm bleibt drinne. Zack, so, das kommt jetzt zurück. 1, 2, 3. Die machen wir auf. Hier, Hundi, willst du Rucola? Nee, schmeckt dir nicht. Das kommt auf den Tisch. Schwupp. Die machen wir wieder zu. Und so sehen dann die Pizzen aus, die wir selbst gemacht, selbstgemachter Teig, dann belegt mit leckerer österreichischen Wurst, Käse, ein bisschen Zwiebeln, Mais ist mittlerweile schon alles alle und der Thunfisch ist alles hier drauf verteilt. Dann kommt es in den Ofen, in den Steinofen. Darf ich kurz nochmal? Danke. Oh, nur kurz. Echtes, originales Feuer, ne? Nicht wie man in den Werbungen immer sieht, wo der Kamin brennt, obwohl gar kein Feuer mehr drin ist. Und da kommt dann die Steinofenpizza rein. Und respektive wieder raus auf den Teller. Der musste ja die ganze Zeit hinten im Auto. Auf den originalen Pizzateller raus. Zack. Genau. So, was macht man aber jetzt? Damit, wenn man jetzt sich die Dinger reinpfeift, so wie ich gleich, was macht man, damit man nicht dick wird? Nun, man geht vorher ins Training und macht richtig, richtig intensives Krafttraining. Zum Beispiel macht man ein schönes Beintraining, was ich gemacht habe, mit richtig schönem Brustmuskeltraining. Danach noch richtig intensiv Hit-Ausdauertraining auf dem Fahrradergometer und so weiter. Und danach kann man auch Pizza essen, ohne fett zu werden. Ja, mehr dazu habe ich auf dem Muskelaufbau-Kanal hier unten verlinkt. Ich habe noch einen anderen Kanal, wo es mehr um Muskelaufbau geht und so weiter. Und da könnt ihr euch das alles mal anschauen. Und ja, jetzt würde ich sagen, geht's auch los. Ich habe Hunger. Das ist natürlich nicht von mir hier.